Hallo, willkommen zu diesem Video. Ich wollte euch nur ganz kurz noch etwas von der Mediathek aus dem Deutschen Bundestag zeigen, nämlich es geht um ACTA. Also ich habe den Link auf Diaspora gelesen. Da hat einer. Wow, die bieten das sogar zum Download an. Das ist ja mal. Da haben sie ihre Hausaufgaben eigentlich ziemlich gut gemacht, könnte man sagen. Jedenfalls, das Ding ist irgendwie 2 Stunden 17 lang, aber bei einer Stunde 6 geht es um ACTA. Der trägt die Petition vor mit seinem Sohn, der daneben sitzt. Wir hören mal ganz kurz zu. In den Fußnoten verborgen, dass die Internetprovider zukünftig, wenn sie denn ihrer Aufgabe gerecht werden wollen, den Internetverkehr überwachen sollen. Sie sollen tatsächlich feststellen, ob es Rechteverletzer gibt. Sie sollen feststellen, ob über ihre Medien, über ihre Datenautobahnen entsprechende illegale Inhalte verbreitet bzw. transportiert werden. Das wird aufgehängt an einem Abkommen, das aus den USA stammt, zum Schutz der Rechte international tätiger Konzerne, die sich selbstverständlich ihre Rechte an ihrem Eigentum sichern wollen. Und für die USA, die schon klargemacht haben, dass dieses Thema für sie mehr unverbindlich wird, ist hier für Europa, wenn es denn tatsächlich ratifiziert wird, ein rechtlich bindender Vertrag zustande gekommen. Das wird wiederum zum Vorteil der amerikanischen oder der international tätigen Firmen mit Sitz in den USA tätigen Firmen ausgelegt, zum Nachteil wiederum europäischer Unternehmen. Vornehmlich aber auch zum Nachteil der europäischen Bürger. Denn wir werden hier in einen sogenannten Generalverdacht gestellt. Dieser Generalverdacht kündet sich darin an, dass jeder, der möglicherweise irgendetwas im Internet versucht, sendet, empfängt, generell diesem Verdacht unterliegt, weil er soll entsprechend überwacht werden. Damit geht Rechtssicherheit verloren. Damit wird unsere Demokratie und die Transparenz insgesamt eingeschränkt. Wer sich gegen dieses Thema wehrt, ist kein Internet-Nerd oder ist kein Internet-Aktivist, sondern ist ganz einfach ein Demokrat. Und so sehen wir uns hier heute auch. Dieses Gesamtdokument ist in Summe sehr intransparent zustande gekommen. Das ist allgemein. Gut, ich werde das an der Stelle beenden. Das kann sich jeder selbst anhören. Ich werde hier den Perma-Link in die Videobeschreibung einfügen, werde mir selbst das Video vielleicht nochmal herunterladen, damit ich das später nochmal leicht finden kann. Ist egal, ich habe euch jetzt darauf aufmerksam gemacht, ihr könnt es gerne ansehen. Es scheint eigentlich qualitativ ganz gut zu sein. Audioqualität war auch ganz in Ordnung. Wie lange das Thema dann wirklich dauert, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ja, egal. Also das wollte ich euch ganz kurz zeigen für diejenigen, die sich dafür interessieren. Das Thema wirkt zwar schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, langweilig vielleicht, oder es ist schon zu oft in den Medien, naja, kann man fast gar nicht sagen, aber es ist vielleicht schon zu oft durchgekaut worden. Aber hier geht es jetzt doch um einen relativ wichtigen Schritt oder halt um eine wichtige Diskussion. Von da habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal. Ja, dann viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal.